So Leute, heute haben wir nochmal Modern Warfare 2 und zwar ein 100 plus Gameplay mit der Scar. Die macht den Anfang in, ja, 100 plus mit jeder Waffe oder so. 103 Kills sind es, um genau zu sein. Und die Runde ging auch nicht so unglaublich lange, werdet ihr noch sehen. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich habe ja im letzten Video mal, also was heißt im letzten Video, im letzten Commentary gefragt, ja, was würdet ihr euch denn für Themen wünschen? Und da sind manche Sachen dabei zusammengekommen. Die kann ich direkt zusammenfassen, weil die jetzt, ja, kann ich nicht so lange drüber reden. Und ja, gab es natürlich so ein paar Sachen, die habe ich auch schriftlich beantwortet. Wie Spielzeit in MW2 sind circa 50 Tage, 40 auf PS3 und 10 auf Xbox. Plus, minus 1-2 Tage mit anderen Accounts. Und, ja, ich gehe jetzt einfach mal die Fragen hier der Reihe nach durch. Dann habe ich auf jeden Fall, ja, war die Frage noch, was hältst du von Advanced Warfare? Ja, mein Urteil damals ist ja ein bisschen extrem negativ ausgefallen, jetzt als der Multiplayer präsentiert wurde. Und, ja, ich weiß nicht, also, ich stehe den Neuerungen jetzt offen gegenüber, allerdings, ich denke mal, es könnte ein guter Shooter werden, deswegen so gehe ich an die ganze Sache ran. Allerdings ist es für mich kein Call of Duty mehr. Ja, ich sehe das quasi für mich wie unter einem neuen Namen. Für mich könnten sie es so einfach unter einem neuen Namen releasen, aber es rechnet sich halt finanziell nicht für die Entwickler, beziehungsweise für den Publisher. Aber es hat einfach mit der Grundidee von COD4 oder so einfach gar nichts mehr zu tun. Und deswegen, ich finde es ein bisschen dreist, dann im Vorfeld zu behaupten, ja, sie wollen back to the roots in Richtung COD4 gehen, weil das ist... Advanced Warfare ist alles andere, nur nicht COD4 mäßig, ja. Und, ja, so viel dazu. Dann, was haben wir hier noch? Ich gehe einfach mal auf die, ich sortiere die Kommentare kurz. Ja, die Frage war jetzt, scheiß PC. Wie planst du die Zukunft deines Kanals? Was wird sich langfristig ändern, gameplay-technisch etc.? Was wird kommen, etc., wenn deine Gameplays alle hochgeladen sind? Vielleicht auch ein paar RL-Themen. Interessante Frage. Ja, weil ich bin wirklich... mein Kanal basiert wirklich auf MW2. Und wie gesagt, ich spiele MW2 nicht mehr wirklich viel. Gut, wenn ich da mal spiele, dann kriege ich irgendwie sogar Gameplays hin. Ist echt lustig. Aber auf die Dauer werde ich mich so nicht über Wasser halten können. Deswegen, ich bin ja schon quasi die ganze Zeit auf der Suche nach etwas, was auf YouTube wirklich... gern gesehen wird und was ich auch selber gerne spielen möchte. Ja, weil Black Ops 2 ist so eine Sache, die schaut ihr im Moment noch gerne auf YouTube, aber das ist auf jeden Fall nichts, was ich gerne spielen möchte. Und es gibt auch viele Sachen, die kann ich einfach nicht hochladen, so Singleplayer-Sachen und so, das kann ich ja auch nachvollziehen, ja. Und deswegen bin ich mal echt gespannt, ob jetzt sich im Laufe der nächsten Monate oder so, so lange werde ich auf jeden Fall halt noch durchhalten, ob sich da was ergibt. Was mir auch wieder auf Dauer Spaß machen kann, was ich auch gut auf YouTube zeigen kann, denn, ja, ich weiß gar nicht, es ist irgendwie komisch, ich habe mich so quasi, was das angeht, ein bisschen zurückentwickelt. Am Anfang, wo ich meinen Kanal neu hatte, habe ich, gut, da gab es nur MW2 und Black Ops 1, da gab es MW3 noch nicht, dann kam MW3 raus, da habe ich wirklich fast nur MW3 hochgeladen, das kam auch für meine damaligen Verhältnisse richtig gut an. Ja, und dann habe ich halt MW2, da habe ich mir die Xbox gekauft und dann habe ich halt wieder fast nur MW2 hochgeladen und seitdem bin ich da, wo ich jetzt bin. Hoppala. Und, ja, wie gesagt, ich denke mal, einige von euch haben mich auch wegen meiner Art abonniert. Insofern würden die das dann sowieso mitmachen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze auch so entwickeln wird. Aber geplant kann, ich denke mal, geplant kann man das Ganze nicht wirklich. Außer jetzt die nächsten Videos und so, ne, das ist natürlich klar. Gut, was haben wir hier noch? Denkst du, es kommt noch ein COD, was in der Vergangenheit oder in der Jetztzeit spielt, weil die letzten CODs sind ja alle Zukunftsshooter? Ja, es ist echt so. Ich meine, Black Ops 2, 2025, Ghost, ja, glaube ich, ja, so zwischen Modern Warfare und Black Ops 2 und Advanced Warfare 2050. Und, ja, das ist halt die Frage, weil es ist immer... Ja, Zweiter Weltkrieg war ausgelutscht, dann kam Call of Duty 4, Modern Warfare.
Modern Warfare war meiner Meinung nach jetzt nicht ausgelutscht, auch wenn jeder Shooter das jetzt mittlerweile gemacht hat, aber irgendwie so, das, was so aktuell präsent ist, kann meiner Meinung nach gar nicht so ausgelutscht sein. Und dann, ja, Zukunft ist die Frage, wie lange sich das noch hält, weil wirklich die Begeisterung der Leute für Zukunftsshooter hält sich ja doch eigentlich in der Regel in Grenzen. Und ja, wenn wirklich die, wenn die Leute sich wieder denken, jawohl, wir wollen nochmal einen guten alten Zweiten Weltkriegs-Shooter, dann, wenn die Nachfrage wirklich steigt, dann wird dem Activision oder so eventuell auch nachkommen. Ein Kollege von mir, der hat sich schon ewig, seit Jahren wünschte sich ein Call of Duty, was so im Ersten Weltkrieg spielt. Er sagt immer Call of Duty Schlacht um Verdun oder so. Für diejenigen, die im Geschichtsunterricht aufgepasst haben. Aber, naja, da lasse ich mich dann mal überraschen. Ist die Frage, inwiefern COD sowieso sich noch halten wird. Wenn Advanced Warfare jetzt hier nicht wieder in die Kassen einschlagen wird, dann müssen sie sich was überlegen. Gut, ja, Stories aus meinem RL, die ich erzählen könnte, fällt mir jetzt gerade aktuell gerade keine spontan ein, die es sich jetzt lohnen würde zu erzählen. Werde ich aber auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, die Frage für die nächsten Episoden. Dann, ja, was halte ich von der ALS oder ALS Ice Bucket Challenge? Ja, hat mich eigentlich aufgeregt, wenn die Sache zweckentfremdet wurde, wenn die Leute sich quasi nur noch das Wasser über den Kopf gekippt haben. Und vor allem, ich finde, es macht auch relativ wenig Sinn, wenn das halt die ganzen Jugendlichen, ich meine, ich wette, 90% derjenigen, die haben halt nicht gespendet und da bringt es dann auch nichts, wenn die solche Videos machen, weil wirklich, wenn so Leute das wie Bill Gates, die das ja auch gemacht haben, wirklich machen und dann auch andere nominieren, die dann auch auf jeden Fall spenden, auch relativ große Summen, ich meine, die können es ja, ich finde, das macht dann letztendlich auch Sinn, aber ja, keine Ahnung, für die war das dann später einfach so wie die klassischen alten Biernominierungen auf Facebook. Ich verstehe sowieso nicht diese ganzen Nominierungen. Es ist genauso wie mit diesem Taggen in YouTube. Ich meine, das mit dem Taggen fand ich wenigstens auch cool. Da musste man noch Fragen beantworten oder so. Aber naja. Also halte ich, wie gesagt, ich stehe da nur hinter, wenn auch wirklich dann gespendet wird oder so und auch nochmal auf die Krankheit aufmerksam gemacht wird. Aber ich meine, mittlerweile geht das ja mit den Ice Bucket Challenge ist ja auch total zurück. Gut. Welche YouTuber ich noch feiere, das kann ich im nächsten Video auf jeden Fall nochmal erzählen. Ich meine, ich habe ja schon mal sowas ähnliches, beziehungsweise ich habe das schon mal gemacht, aber ich meine, das ändert sich natürlich immer. Insofern kann ich das nochmal aktualisieren. Dann, was war noch eine Frage? Ja, ich soll mich zu der Zeit äußern, in der mir COD am meisten Spaß gemacht hat. Da kann ich nur eine Jahreszahl nennen und das ist mit Abstand 2011. Aber ja, ich habe, wie gesagt, ich habe dieses ultra, ultra lange Commentary über meine kompletten MW2-Erfahrungen und Erinnerungen von 4 Jahren, beziehungsweise von 3,5 Jahren, habe ich ja aufgenommen, irgendwie im Mai oder so. Es geht halt 1 Stunde 10 Minuten oder so. Ich werde das dann in mehrere Parts splitten. Ich wollte das gerne zu dem Zeitpunkt hochladen, wo es 4 Jahre her ist, dass ich MW2 habe. Das ist im Oktober. Und ja, das war's jetzt erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr es wieder gut bewerten. Schreibt mal weitere Themenvorschläge in die Kommentare. Und ich bin jetzt die nächste Woche auf Klassenfahrt mit meiner Grundschulklasse für den FSJ. Und ich habe natürlich ein paar Videos vorproduziert. Ich denke mal, darunter wird die erste Runde PS4 sein. Und auch, ja, habe ich noch gefunden, eine Episode unterwegs im Reap-Modus oder Reaps-Modus. Das ist auf jeden Fall, das war eine ziemlich, ziemlich richtig, also laber ich, eine richtig, richtig gute Folge. Und könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Gut, bis dann, haut rein.